So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine kleine Folge Kamera verschieben. Eine kleine Folge Unboxing, denn der Bierschanga hat uns ein Unboxing-Paket geschickt. Gemeint, das ist dringend. Vielleicht kannst du das in deinen Adventskalender mit reinarbeiten. Machst du mal auf. Ist jetzt aber erst nach dem 1. Dezember gekommen. So findet das keinen Platz beim Adi Adventskalender und auch nicht bei meinem Adventskalender. Ich muss es aber trotzdem jetzt fix aufmachen. Da ist wohl was drin, was dann weg muss oder in den Kühlschrank muss oder irgendwas anderes. Adi, mach es dir doch bequem. Es ist auf jeden Fall dieses riesengroße, fette, heftige Paket. Adi, komm, wir gucken mal gemeinsam drauf fürs Thumbnail. Ist dieses Paket das Paket der Pakete? Das sehen wir gleich, wenn wir es mal aufmachen. Dafür nehmen wir natürlich hier die Schere. Gehen wir hier drüben rein. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Sie hat wieder mal ein ultra Geheimnis draus gemacht. Ich habe dann gedacht, wenn das jetzt wirklich ein selbstbefüllter Adventskalender sein soll, dann hebe ich mir den auf bis nach der Adventszeit und mache dann einfach 24 Türchen mit einmal auf, dass wir gleich alles sehen von ihr, was sie da reingepackt hat und was sie geschickt hat oder um was es gehen würde. So, hier vorne fehlt noch was. Ah. Mit Manneskraft natürlich geöffnet. So muss das sein. Jetzt machen wir das hier auf. Jetzt tun wir das hier rüber. Und jetzt sehe ich schon, dass es mega kompliziert wird. Da hat sie aber auf jeden Fall wieder irgendwas hier. Und dann mache ich das mal darüber. Und dann habe ich hier... Was ist das? Hier ist eine Karte. Schurte Flat. Kennen Sie schon Schurte Flat? Hier steht jetzt drauf. Lieber Ramon. Hier dein persönlicher, von mir zusammengestellter Adventskalender. Wir wünschen dir, Pupsi, Muttertier, Adi plus Wurm, eine schöne Vorweihnachtszeit. Fühlt euch geherzt. Wer das noch nicht wusste, Adi hat Würmer, genau. Das ist bestimmt damit gemeint. Das Innere dieses Kartons ist beschriftet. Somit solltest du keine Probleme haben. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Wintermeile wieder. Denk immer daran. Mensch bleiben, ebenso Gruß an die Community, unschöne Feiertage. Die entstandene Gruppe innerhalb des letzten Jahres ist schön, bunt, verrückt und total normal. Grüße von Bierschanga plus LA. Güstrow, 30.11.22. Das ist schon das Problem. Guck mal, ein Smiley hier unten. Wenn man das erst am 30. wegschickt, dann ist nicht gewährleistet, dass es am 1. ankommt. Aber ich habe ja die Adventskalender-Türchen-Dinger eh schon ein bisschen vorproduziert. Jetzt muss ich hier mal reingucken. Für den baldigen Wurm. Also wenn ihr schon wisst, dass ihr Würmer habt und die bald entfernt werdet, dann gibt es hier eine extra Tüte. Jetzt muss ich hier mal reingucken, was der baldige Wurm in sich hat. Und hier haben wir einen. Was ist das? Ein, es ist ein, vielleicht steht sie hier drauf, Kuschelfreunde, ja, aber Kuschelfreunde, auf ewig soll es dich begleiten, Liebe, Glück verbreiten, Achtung, Verpackungen sind kein Spielzeug, aus dem Teddy auf jeden Fall, da ist das Schild noch dran, das ist aber schon alt, das sieht man schon, über Generationen hinweggereicht, es hat auf jeden Fall einen weißen Bauch, es hat braune, schön weiche Füße und Arme. Es riecht nach Carolina Reaper Chilis. Ne? Es hat hier eine Friese drauf. Guckt euch das mal an. Ich würde jetzt wahrscheinlich denken, das ist ein Pferd. Durch die Haare da auf dem Kopf. Obwohl es mich eigentlich eher an eine Kuh erinnert. Ich habe noch nie so eine braune Kuh gesehen. Vielleicht ist es auch eine Kuhpferdbär-Dings. Ein Kuhpferdbär, genau. So sieht das aus. Das setzen wir jetzt mal hier neben uns. Denn in dieser Tüte ist noch mehr drin. Nämlich ein Schnuffeltuch. Eine Kuscheldecke. Eine Schnuffeltuch-Kuscheldecke. Die ist jetzt hier doppelt, dreifach hin und her. Da sind jetzt Bärchen drauf. Guck mal, Bärchen, Sternchen, alles.
Jetzt bin ich mir unsicher, vielleicht ist das von Generation zu Generation gereicht und das ist neu aus dem Teddy. Nur die Katze, die letztens da war, hat das so zerbissen und zerzaust, dass hier überall jetzt Löcher drin sind, reingemacht. Dadurch, dass das mehrere Sachen sind, kann ich das jetzt nicht genau zuordnen. Dieses Schnuffeltuch ist auf jeden Fall richtig toll. Ist aber, glaube ich, ein Kissenbezug einfach. Das sind auf jeden Fall Knöpfe drin, dass du da wahrscheinlich ein Kissen reinmachst. Und wir haben noch was in der Tüte drin. Und zwar, wenn wir das jetzt rausnehmen auf die Hand. Guck mal, das sind lauter kleine, wie Flaschenpfost sowas. Was mache ich jetzt damit? Mache ich die jetzt alle auf und gucke da überall rein? Oder macht man die erst später auf? Oder macht man sonst was? Ich mache mal eins auf. Ist ein Lotterielos. Ein Lotterielos. Und da steht dann drin... Oh Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Augustinus Aurelius. Okay. Ja, wenn man eh in die Hölle kommt, dann muss man also nicht tanzen lernen, weil was ist denn da mit den Engeln los? Die wissen eh nicht was und dann tun die dich da und jetzt kann ich es nicht mehr drauf machen. Jetzt muss ich das mal wieder hier reintun. Hier steht sowieso noch was drin. Das ist noch eine Karte, die man rauspackt. Dieses besondere Gut, halte es stets in Ehren, verschenke, verbrenne oder wirf es nicht weg. In ihm so viele Liebe und schöne Träume steckt. Baby, Glücksbegleiter, dieser Bezug hat Lea die schönsten Träume und ruhige Nächte beschert, wie Younger plus Lea. Also ein Bezug, der Bezug ist es. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist neu. Was ist das? So, wenn das aber das... Na gut, das kann ja nicht das sein, was raus muss, weil es schlecht wird. Und jetzt blicke ich nicht mehr durch. Hier habe ich nämlich eine Tüte, wo auch nichts draufsteht. Das scheint aber alles sehr katzig zu sein. Hier habt ihr nämlich irgendwelche Beutel drin von Adi. Noch mehr Beutel von Adi. Irgendwelche Sticks und Snacks von Adi. Noch mehr Sticks und Snacks von Adi. Hier drin ist jetzt dann auch eine Karte. Merry Christmas mit einer Eule drauf. Hier steht für Adi, mein Schatz, alles Gute. Merry Christmas und Happy New Year. Adi, dann tue ich dir das am besten mal alles wieder zurück hier rein. Weil das ist ja dein Beutel. Gleichzeitig muss ich mal schauen. Weil wir haben jetzt hier viele Sachen, wo was direkt draufsteht. Guck mal, hier steht Türchen Nummer 3. Das heißt, weil es eigentlich ein Adventskalender ist, oder hier steht das Beste zum Schluss 24, hier steht Türchen Nummer 24. Also diese ganzen einzelnen Türchen würde ich mal in einem extra Video aufmachen. Es ist, wie gesagt, ein selbstgebastelter Adventskalender. Hier liegt eine Dose Tuborg drin, sehe ich noch. Ist da auch was drauf oder ist die so? Da ist eine Dose Tuborg Weihnachtspilsner. Ich glaube, die darf man so trinken einfach, ohne dass das jetzt mit Advent zusammenhängt. Ansonsten schaue ich hier rein. Kühlschrank, baldigst essen. Das ist also das, was raus muss und nicht direkt in den Adventskalender gehört. Ich hoffe, das andere gehört zum Adventskalender. Es ist einfach so gut verpackt alles. Also ihr habt hier die 24, das sind bestimmt Nudeln, so wie sich das anfühlt. Wir haben hier eine Tüte. Wo in der Tüte, sieht aus wie eine Wurst-Tüte, als wäre da mal Knacker drin gewesen. Einfach zwei Dosen Guinness drin sind. Guinness 1 und Guinness 2. Ich hoffe, das war jetzt kein Adventskalender-Türchen. Ich sehe auf jeden Fall gerade keine Zahl, also lege ich es einfach mal darüber. Hier Türchen Nummer 3, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Türchen Nummer 3. Dann haben wir hier. Da steht auch nichts drauf. Nochmal eine Dose Tuborg. Das heißt, ich habe bisher eigentlich nur Türchen 24 und 3 gefunden. Stehe ich nicht. Gibt es jetzt nicht mehr. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Kühlschrank stellen! Und das ist nämlich
Mango-Chili-Soße-Dip à la Bierschanger-Style. Also Mango-Chili-Soße oder auch als Dip verwendbar, selbst gemacht. Das ist cool, da freue ich mich schon drauf, die zu testen. Ist aber auch kein Türchen. Immer noch nur Türchen 3. Und Türchen 24. Wir machen, weil das jetzt ja auch Kühlschrank ist, will ich das auch mal kurz aufmachen, was hier drin ist. Hier haben wir Butter Chicken Hot, also Butter Chicken, Butter Chicken, Indisch, Biryangisch. Habt ihr hier unten den ganzen Reis drin, schön zum Essen. Einmal Reis und hier oben Butter Chicken, alles eingelegt, alles gut gemacht. Da bin ich mal gespannt. Butter Chicken Hot. War das letzte Butter Chicken, was sie hier gemacht hat, auch hot oder war das normal? Auf jeden Fall hat es mega gut geschmeckt. Da ist nochmal Pappe. Hier haben wir jetzt ein Tütchen nochmal. Da steht 6. Das ist theoretisch Türchen Nummer 6 oder ist halt alles für den Nikolaus. Das heißt, das machen wir später mal auf, weil das ist ja in einem Tütchen vereint. Und hier steht jetzt nochmal auf diesem Beutel. Da steht jetzt nochmal groß Adventskalender. So, ein Reebok-Beutel, wo Adventskalender draufsteht. Und hier haben wir jetzt ein Türchen Nummer 19 drin. Hier haben wir ein Türchen Nummer 5 drin. Und hier haben wir eine Box. Frische und Genuss erleben, unser Norden. Hier hast du jetzt im Prinzip also eine Box, eine Holzbox. Und da sind auch jetzt nochmal verschiedene Türchen drin. Die kann man hier hinten auch aufklappen. Türchen Nummer 8 sehe ich hier, Türchen Nummer 20 sehe ich hier. Dazwischen liegt hier nochmal Türchen Nummer 15. Und die haben hier alle... Ich weiß es nicht. Hier sind auf jeden Fall immer so Teebeutel drin, wo immer 3 Teebeutel zusammen mit einer Klammer sind, verschiedene Sorten. Ach so, die Zahl steht an der Klammer dran, genau. Hier steht nämlich eine 1 an der Klammer, pass auf. Hier steht eine 1 an der Klammer, hier steht eine 2 an der Klammer und so weiter. Dann haben wir 4, 7, wir haben hier 13, 12, 11, wir haben auch noch solche Konsorten hier, so kleine Säckchen, wo zum Beispiel 15 draufsteht. Das würde jetzt aber zu lange dauern, das heißt, die Zahlen 1 bis 24 werden wir in einem extra Video mal durchgehen, in Ruhe, mal geordnet und dann mal zeigen, was da alles drin war. Das ist auf jeden Fall eine super geniale Idee. Tee wird eh immer getrunken und immer, dass es gleich 3 Beutel mit einmal sind, dass es für einen ganzen Becher reicht. Viele Biers nebenbei zum Trinken. Bier ist wahrscheinlich auch noch hier drin. Vielleicht ist es auch was anderes. Es ist ja eingepackt. Man sieht es jetzt nicht von Haus aus. Auf das Butter Chicken und auf diese Mango Chili Soße freue ich mich schon besonders. Da bin ich gespannt. Die Kühlschranksachen packe ich jetzt weg. Den Rest packe ich wieder hier rein. Danke auch für diesen Pferd, Kuh, Bär. Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht lachen. Es ist immer noch alles angeschwollen und tut weh, aber ich kann nicht lachen. Ah! Aber bis ihr das Video seht, ist eh schon zu spät. Gut. Vielleicht schaffe ich es auch dazwischen irgendwo mal rauszuhauen. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Dankeschön an Bierschanger für die Mühe, natürlich. An die selbstgemachten Sachen. Zum Glück ist kein Kutney dabei. Da würde ich komplett ausrasten. Das Chili-Soßen. Richtig genial. Schickt mir Chili-Soßen, wenn ihr selbst Chili-Soßen macht. Ich werde die alle probieren und dann wird die Schleife des besten Chili-Manns verliehen. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.